Das Handwerk ist systemrelevant. Ohne Handwerk würde die bayerische Wirtschaft und ich sage auch die Gesellschaft nicht funktionieren. Die haben eine enorme Ausbildungsleistung. Die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die Robotik, all diese Dinge halten jetzt massiv Einzug ins Handwerk und werden dieses Berufsbild revolutionieren. Im positiven Sinne wird sehr viel interessanter werden für junge Leute künftig, sich einen Handwerksberuf auszusuchen. Es wird kundenfreundlicher werden und auch für sich selbst genommen wird das Handwerk diesen Modernisierungsschub dringend brauchen und sie werden diesen Weg auch mitgehen. Wir sind dran, auch die einzelnen Berufe zu überarbeiten, dass sie den neuen Gegebenheiten entsprechen, dass sie eben auf dem neuesten Stand der Technologie die Berufe und Gewerke erlernen, um sie auch eben beim Kunden oder zum Wohle des eigenen Unternehmens anzuwenden. Für KI im Handwerk sehe ich drei Optionen. Die eine ist tatsächlich, KI einfach als ein Werkzeug zu nutzen und einzusetzen, fertige Software, fertige Apps, wie man sie übers Internet kriegt und wie es eigentlich jedes Unternehmen momentan auch schon probiert. Die zweite Lösung ist, KI in eigene Produkte zu integrieren und damit sozusagen Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung zu unterstützen. Die dritte Möglichkeit ist, dass Handwerker auch mit KI komplett neue Lösungen für Handwerksbetriebe entwickeln, aus dem Prozess-Know-how heraus Unterstützung durch KI für Handwerksbetriebe. Ich bin jetzt fünfte Generation in meiner Schreinerei und wenn wir nur so arbeiten würden, wie meine Urgroßväter gearbeitet haben, dann gäbe es uns nicht mehr. Also wir investieren natürlich in alles, was uns nutzt. Ich sage immer gerne, es ist niemand Handwerker geworden, weil er gern sich mit Bürokratie beschäftigt, Listen ausfüllt oder irgendwelche Reports erstellt. Und als mir dann jemand gesagt hat, du, da gibt es eine KI dafür, da ist mein Herz natürlich aufgegangen. Und so sind wir jetzt am Start von diesem Weg, dass wir sagen, hey, wo können wir es sinnvoll einsetzen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das zu konzentrieren, wo wir sie wirklich brauchen. Und deswegen ist unser Weg, dass wir schauen, alle unproduktiven Sachen an die KI auszulagern. Aus dem heutigen Tag kann man mitnehmen, dass Handwerk auch in Zukunft hochmodern ist und trotzdem die Tradition beibehält. Aus dem heutigen Tag kann man auch mitnehmen, dass Handwerk die Zeichen der Zeit erkannt hat und äußerst zukunftsfähig aufgestellt ist.